Herzlich willkommen in Zimmer 529 des Intercontinental Phoenicia Hotel in Beirut. Ja, genau, ich bin im Libanon. Und ja, man kann hier mittlerweile wieder hinfahren. Die Stadt sieht so, wie ich es bisher sehe, auf den ersten Blick sehr schön, sehr friedlich aus, beziehungsweise voll geschäftig und voll mit Autos, voll mit Straßenlärm und sehr vielen, sehr neuen Häusern, sehr vielen Hochhäusern. Ein Hochhaus direkt am Strand ist hier dieses Phoenicia Hotel. Und ich zeige euch mein Zimmer. Es ist wirklich ein sehr schönes Luxuszimmer. Ein bisschen too much, muss ich sagen, für mich. Es könnte auch etwas weniger sein, aber es ist wunderschön. Ein kleiner Willkommensgruß mit Obst und Pralinen. Und dann hier, ja, ein riesengroßes Bett. Schöne arabische Verzierung, arabische Gardinen und ein riesiger Flatscreen-Fernseher, Minibar selbstverständlich, alles da. Große Schrankmöglichkeiten, eine Minibar mit allem drum und dran. DVD-Spieler, Kaffeebar. Ah, ja. Und ein Schreibtisch zum Arbeiten mit kostenfreien offenem WLAN übrigens. Ein kleiner Divan hier. Und das Badezimmer möchte ich euch natürlich auch noch schnell zeigen. Das ist hier. Sehr pompös, würde ich mal eingerichtetes Badezimmer. Mit Dusche und Badewanne und natürlich allen möglichen Sachen, die man so braucht. Dort sehr schön angerichtet, sehr, sehr nett präsentiert das Ganze. Sehr schön, wie es sich für den arabischen Raum gehört, mit WC und BD und auch einer kleinen Waage dazu. Ich nehme mal an, bei den vielen Restaurants, die hier im Haus sind, möchte man nicht unbedingt wissen, wie viel man dazu nimmt. Und bei den Süßigkeiten im arabischen Raum, die bestimmt alle sehr lecker sind. Und hier im Schrank gibt es nicht nur Schuhfächer und so weiter und einen Safe, auch leider ohne Steckdose und eigene ja, Schuhfächer hier nochmal, sondern es gibt auch ein eigenes Bügelbrett mit Bügeleisen, wenn man mal eben noch seine armen Kleider aufbügeln will oder seine Business-Hemden. Dann werfen wir noch mal einen ganz schnellen Blick raus aus dem Balkon, damit ihr auch einen Eindruck bekommt, wie das Leben hier so offensichtlich sich anhört, nämlich da geht es hier zu den anderen Hochhäusern hoch. Das ist der Blick aus meinem Zimmer aus. Hier wird also wirklich viel gebaut und hier sind wir direkt an der Corniche. Eine Strandpromenade, eine kleine Marina mit den entsprechenden Nobel-Luxus-Yachten gleich da dran, die der ein oder andere Scheich hier sich wahrscheinlich locker leisten kann. Ja, und das ist so ein kleiner Eindruck jetzt von Beirut. Ich bin mal gespannt und werde in den nächsten 3, 4 Tagen hier mir die Stadt anschauen. Und werde mich dann jetzt auch vor allem mal dem Thema libanesische Weine und libanesische Gewürze widmen. Also ciao, Servus und alles weitere erfahrt ihr dann auf Le Gourmand, das Genießermagazin www.legourmand.de. Ciao, Servus.